Hallo liebe YouTuber, Freunde und Berlin-Besucher. Ich bin's wieder, euer Florian. Nichts hat mich so bekannt gemacht wie der legendäre Schelmstreich vom Fuster William Fuchs, der sich in diesem Jahr zum 110. Mal schon jährt. Könnt ihr nachrechnen. Der als Hauptmann von Köpenick bekannt gewordene Wilhelm Vogt wurde 1849 in Tilsit geboren und war seit früher Jugend kriminell. Viele Jahre verbrachte er im Zuchthaus. Setzte selber am 16. Oktober 1906 in einer Hauptmannsuniform das Rathaus von Köpenick und verhaftete den Bürgermeister und stahl dabei die Stadtkasse. Der wollte nur ans Geld. Ganz Deutschland lachte später über ihn, über den genialen Streich. Und der verwegene Schuster ging in die Geschichte ein. Bis bald, euer Florian. Also